fand die Elektromobilität sehr interessant, weil wir ja auch in Stuttgart mit Car2Go und von Daimler und so weiter mit Elektromobilität viel zu tun haben. Von daher sind die Themen sehr, sehr interessant gewesen. Es wird sich jeder, sage ich mal, seine Mobilität selber suchen und er wird auch vor allem die komplette Mobilitätspalette nutzen, je nachdem, wie es die Situation gerade erfordert. Man braucht recht lange, bis man in die Stadt reinkommt. Ich brauche aber auch relativ lange, wie komme ich aus der Stadt raus. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben zunehmenden Verkehr. Wie handeln das in Zukunft die Städte? Welche Möglichkeiten haben die? Und das ist so ungefähr das Credo, was heute diskutiert wurde. Ich habe viel mehr Verständnis gewonnen für die Probleme der Städteplaner, für die Probleme auch der VVS. Ich fand die Diskussion sehr interessant. Ich fand es natürlich für mich als Vertreter des VVS, öffentlicher Nahverkehr, mal interessant, hier im Haus des Württembergischen Autoclubs referieren zu dürfen. Ich bin leider kein Mitglied, überlege jetzt aber Mitglied zu werden, weil ich die Veranstaltung, wie gesagt, sehr, sehr interessant fand und auch die Ankündigungen der Themen, die jetzt kommen, sicherlich für mich auch relevant sind.